Herzlich willkommen bei Tipps und Tricks mit ABK8. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen, wie Sie schnell und unkompliziert ein Honorarangebot in ABK-Rechnungswesen mit integrierter Excel-Datei erstellen können. Voraussetzung hierfür ist die Programmversion ABK 8.4a oder höher und die Excel-Datei ABK-Vorlage Honorarberechnung im Datenverzeichnis Data. Prinzipiell kann jede beliebige Excel-Datei als Berechnungsgrundlage herangezogen werden, solange der Syntax der Spalten K bis M eingehalten wird. Mit der neuen Funktion werden detaillierte Honorarberechnungen in Excel vorgenommen und die relevanten Zahlen für das Angebot in den ABK-Beleg übernommen. So werden die Vorzüge zweier Welten vereint, die flexiblen Berechnungsmöglichkeiten von Excel und die zuverlässige Auftragsverwaltung in ABK. Die neue Funktion finden Sie im Register Positionen in einem Angebot. Das zweite Icon von rechts in der Toolbar ist die Funktion Honorarordnung. Durch einen Klick darauf öffnet sich die Honorarberechnung in einem separaten Fenster. In der obersten Zeile können Sie zwischen der Standardeingabe und der Honorarberechnung mit Excel wechseln. Sollte diese Zeile bei Ihnen nicht vorhanden sein, überprüfen Sie bitte, ob Sie die aktuellste Version besitzen. Falls erforderlich, führen Sie bitte ein Update, aufrufbar im Menü unter dem Symbol Fragezeichen, durch. Die Errichtungskosten und die daraus hergehende Berechnung der Bemessungsgrundlage können entweder direkt in der Excel-Liste oder in der ABK-Software eingegeben werden. Bei der Implementierung der Schnittstelle wurde darauf geachtet, dass Sie Ihren gewohnten Arbeitsablauf beibehalten können. In unserem Beispiel nehmen wir zuerst die Aufschließungskosten für die Berechnung der Errichtungskosten auf. Wir wechseln in den Abschnitt Bauwerk Technik und geben bei den Unterpunkten Einzelbeträge ein, welche dann aufsummiert werden. Die Gesamterrichtungskosten betragen in unserem Beispiel somit 80.000 Euro. In die Bemessungsgrundlage für die Honorarberechnung fließen nur die Kosten der Kostengruppe Bauwerk Technik ein. Der konkrete Wert des Anteils der Errichtungskosten ist in der Spalte BMGL im Prozent ersichtlich. Nun werden die Bewertungspunkte zu dem Projekt vergeben. In unserem Fall erhält A 27 Punkte, B 3 Punkte, C 2 Punkte und D ebenfalls 3 Punkte. Somit ergibt die Summe der Bewertungspunkte 35. Mit diesem Wert wird der Faktor 1,78 berechnet. Mit diesen Werten wird ein Honorar für die Planung der technischen Ausrüstung von 9.227 Euro ermittelt. Diese Summe wird im nächsten Abschnitt den einzelnen Leistungsphasen prozentuell zugewiesen. Nun schauen wir uns die Übernahmeregeln an, die festlegen, welche Werte von Excel in ABK übernommen werden. Es gibt drei relevante Spalten. Das sind die Spalten K, L und M. In der Spalte K wird entweder J für Ja oder N für Nein eingetragen. Zeilen mit Ja werden in das Angebot übernommen. Mit den Spalten L und M kann ein Artikel zugeordnet werden. In der Spalte L ist die Artikelnummer und in der Spalte M die Artikeldatei angegeben. Bei Übernahme in ABK wird die Artikelnummer in der zugewiesenen Artikeldatei im Stamm gesucht und Informationen zum gefundenen Artikel wie Langtext und ähnliches übernommen. Wenn die Zeile kein Artikel in ABK ist, sondern eine Zwischensumme, dann wird in der Spalte L ZWS eingetragen. In diesen Fällen dient die Spalte M für genauere Spezifikationen. Z steht für Zwischensumme, Teilergebnis, S für die kumulierte Zwischensumme. Mit OK übernehmen wir alle relevanten Daten in unser Angebot. Insgesamt wurden 13 Positionszeilen aufgenommen. Darunter befinden sich die 10 Artikel Leistungsphase 1 bis Leistungsphase 9. Bei Import der Zeilen wird automatisch eine dazugehörige Excel-Datei mit dem letzten Stand in das Register Originalbeleg Anlagen abgelegt. So simpel können Honorarangebote in ABK erstellt werden, die mit einer Berechnung in einer Excel-Datei verknüpft sind. Wenn Sie Ihre eigene langjährig angewendete Excel-Datei hinterlegen wollen, ist Ihnen das Team Ihres ABK-Kundenzentrums gerne behilflich. Alles Gute und bis zum nächsten ABK-Tipps und Tricks-Video!